Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Gehen direkt in den Ölfass Boulevard und ich muss jetzt mal schauen, ob. Wo war denn das Bonusfass? Das war hinten dran. Wir haben ein ganz wichtiges Bonusfass entdeckt. Ein ganz wichtiges Bonusfass. Welches wir auf jeden Fall uns schnappen müssen. Und zwar auf eine ganz absurde, wichtige Art. So, und zwar... Oh Gott, wo waren das? Nee, das... Ach Mist, da sind wir jetzt schon drüber raus. Okay, wir müssen den Level nochmal machen. Und zwar dann ohne Zwischenspeicher. Okay, das war knapp, aber hat funktioniert. Hier muss ich unten durch. Er wirft drauf. Zu früh. Okay, umdrehen können die sich auch. Das ist auch gut zu wissen. Hier haben wir nochmal ein Fass für uns. Ich nehme es mal mit. Für sowas, genau. Und da ist nochmal Donkey. Wow. Okay, wenn die Flammen in der Animation des Verschwindens oder Erscheinens sind, machen sie keinen Schaden. Das gibt einem natürlich extrem viel Zeit, darüber zu hüpfen. What the... Ach, der wirft immer gleichzeitig zwei. Okay, gut zu wissen. Jetzt waren es drei. Hä? Was? Wo ist die Logik? Naja, okay, ich suche in einem Computerspiel Logik. Ich weiß, ich muss verrückt sein. Banzai. Okay, das war dumm. Aber ich will... Da oben sind Bananen. Das könnte was bedeuten oder auch nicht. Das weiß man nicht. Zu einem Spiel... weiß man das nicht, ob diese Bananen da oben was zu bedeuten haben. Okay, ich riskiere es nicht, ob ich zu dem Bonusfass zurückkomme. Ich gehe lieber mal weiter. Da oben ist nichts drin. Ach, man hört die auch tatsächlich... Ah, ich habe das Fass immer einfach zu schnell eingesammelt und deswegen nie gesehen, dass es ein Didi-Fass ist. Und ich weiß, es ist ein Decay-Fass, kein Didi oder kein, und kein Donkey-Fass. Aber es sagt sich so schöner, finde ich. So, umgeruppt. Hoch, hoch. Ausweichen, unten drunter. Hüpf, hüpf, drauf. Unten drunter. Und drauf. Und... Hallo? Attacke! Hä? Das habe ich doch vorhin schon mal aufgekriegt. Das muss ich da vom Gegner aus drauf. Vermutlich. Was am meisten irgendwie... was ich am interessantesten finde in dem Level ist diese... Oh, absurd chillige Musik dazu. Hört euch das mal an, wie chillig diese Musik eigentlich ist. Wie beruhigend. Also, schon so ein bisschen... modern und also auch nicht, es ist nicht langsam, nee, das nicht, aber irgendwie, also im Vergleich zu anderen Leveln ist die sehr chillig eigentlich. Okay, Banzai hat funktioniert. Ich sollte aufhören mit dem Banzai schreien. Okay, unten drunter und obendrauf. Uff, habe ich sagen wollen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das vorhin geschafft habe, dass ich da hochgesprungen bin und den Gegner direkt getötet habe. So auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt natürlich eine Sache nicht bedacht. Ich habe... Okay, die Animation hat Donkey in Smash auch. Ich habe zwischen den Parts... natürlich gespeichert. Das heißt, ich habe gespeichert, dass wir den Zwischenspeicher haben. Das heißt, wir kommen nicht an das Bonusfass zurück ran. Ha, so ist es schön. Die kann man auch direkt umruppen. Das ist schön. Schön zu wissen. Natürlich könnte hier irgendwo noch ein Bonuslevel sein, wo man ein Fass braucht, um reinzukommen. Der zweite ist zu schnell. Ah, hat funktioniert. Da kommen wir nicht ran. Da war auch nur ein Fass drin, was ich, glaube ich, gar nicht brauche. Okay. Verschwind! Oh Mann!
Dann gehe ich direkt weiter und hole mir einfach hier mein Donkey wieder. Mein Esel. Ah, Plattform übersprungen. Da war ich gerade zu faul, einfach auf das zweite Ölfass zu warten. Okay, das waren 3. Kommen jetzt 4? Ne, ist auch wieder 3. Zu kurz! Ah! Ja, das war gerade getimed. komm, wir schaffen das. Ich meine, es kommt mal wieder ein bisschen Routine rein. Oh Gott, der war knapp. Sag mal, das Fass ist da gerade aufgeschlagen und hat nichts geöffnet. Das heißt, da ist kein Geheimgang. Also ein bisschen Routine kommt tatsächlich wieder rein und Levelkenntnis. Und da haben sich gerade gegenseitig ein paar Töne blockiert. Aber Levelkenntnis und Routine reichen gerade noch nicht aus, um weiterzukommen. So, es brennt, es geht runter. Ja, und da hätte ich wieder direkt weiterspringen müssen. Okay, dafür sterbe ich direkt, weil ich versucht habe, beide Gegner gleichzeitig zu killen. Ja, sowas sollte man auch nicht tun. Hm, wir hatten doch irgendwie 14 Leben erfahren. Wo sind die? Oder 16? Wo sind denn die alle hin? Wir sind nur noch bei 7. Ist doch doof. Das Spiel ist so gnadenlos eigentlich. Oh! Ich habe nichts gesagt. Von wegen, da ist kein Geheimlevel. Da ist ein N. Das brauchen wir also eigentlich, das Geheimlevel. Banzai! Okay. Feuer erscheint. Feuer verschwindet. Feuer erscheint. Oh, das kann eigentlich gar nicht reichen, wenn man nicht direkt springt. Da muss man verrückt sein. Okay. 1, 2, 3. Nee. Ich wollte gerade springen. Diese Orang-Utans mit Bergaufstrecke davor sind nicht schön. Das war ja damals schon, wo die es erst in dem ersten Level, wo die aufgetaucht sind, im Schneelevel, wo die waren. Das sage ich schon eigentlich von Anfang an, seit ich die Orang-Utans als Gegner kenne. Die sind nicht sehr angenehm. So. Jetzt versuchen wir nochmal das N zu holen. Hatten wir die anderen Buchstaben? Ich weiß es nicht, aber... Ich meine, an sich ist es ja leicht. Ich muss einfach ein bisschen oberhalb von der Mitte. Ah! So viel zum Thema, es ist leicht. Okay, oben an die Wand. Oben an die Wand. Wir haben das N. Und dabei verliert man natürlich kein Leben. Und dabei verliert man eins. Wir haben bisher auch alle Buchstaben. Aber wir haben das G auch noch nie gesehen. Also so weit waren wir noch nicht. Es kommt nicht bei dem Orang-Utan, sondern Dollar irgendwo. Es funktioniert gerade irgendwie, dass man da immer wieder reinkommt. Alter, ist es leicht! Man muss einfach nur die ganze Zeit auf dem Sprungknopf rumhämmern. Also gar nicht auf... Gar nicht auf Timing achten, sondern einfach hüpfen. Und das war jetzt irgendwie gerade... Ich habe aufgehört zu lenken, weil es ausgesehen hat, wie wenn ich schon... Aha, jetzt ging's wieder. Also ohne die Zwischenplattform. Es hatte gerade ausgesehen, als wäre ich drauf. Dann habe ich aufgehört zu steuern und dann war ich unten. Ich meine, schaut euch das an. Ich denke jetzt nicht drüber nach. Ich hämmer nur auf dem Sprungknopf rum. Funktioniert. Ich habe nichts anderes gemacht. Das war wirklich nur Sprungknopf. Und zwar so schnell ich drücken konnte. Moment. Okay, hier brauche ich eine Zwischenlandung.
und dann drüber. So, zack, zack, Gegner tot. Und da müsste jetzt gleich wieder mein Lieblings-Orang-Utan kommen. Eins, zwei. Durchrennen, durchrennen! So, unverwundet. Das ist schnelles Feuer. Warum ist es jetzt schnelles Feuer? Jetzt, wo ich den Orang-Utan geschafft habe, indem ich Didi geopfert habe, hätte ich Didi aber am Ende nochmal gebraucht, um über die Fässer nach oben zu kommen. Und das war sehr knapp, ich weiß. Und drüber... Ich sollte das mit Didi machen, alles. Dass sowas nicht passiert, weil Didi springt ja ein bisschen flexibler. Also ein bisschen weiter, ein bisschen beweglicher, ein bisschen schneller. Deswegen sollte man solche Sprungaktionen immer mit Didi machen. Kommen wir den... Oh Gott. Ich weiß es nicht, ob wir den Orang-Utan-Weg hochkommen. Der war dumm, der war gut. So, zack. Runter, Zwischenlandung und drüber und umrennen. Und ich habe den nicht mehr berührt. Ich war unverwundbar. Manno. Okay. Sieht gerade mal wieder nicht schön aus. Drei Leben noch. Ich glaube, wir müssen tatsächlich gleich... Also, ja, ich habe ja, wie gesagt, auf Emulator-Art noch gespeichert. Zwischen den Parts. Was eigentlich blöd war. Das werde ich aber, glaube ich, gleich ausnutzen. Ich war gerade ein bisschen still, weil ich das Fass noch erwischen wollte, oder die Tür. So. Ich werde gleich ausnutzen, dass ich auf... Also, wenn unsere Leben ausgehen, werde ich ausnutzen, dass ich bei Candy war vorhin. Und, also, vor der... Es war gerade so, Sprung, Scheiße, Feuer. Scheiße, Abgrund. Hm. Ja, ich werde dann ausnutzen, dass ich auch bei Candy gespeichert habe, aber das natürlich vor dem Level und nicht innen drin. Oder nicht mit dem Zwischenspeicher. Und werde dann auf die Super Nintendo Art laden, also einmal Game Over gehen, Ladebildschirm und dann ab die Post. Weil wir dann den Bonus-Level nochmal machen, diesen anderen Bonus-Bereich mit dem Glücksspiel. Weil das meiner Meinung nach... Jetzt haben wir wieder drei Leben. Weil das meiner Meinung nach das ist, wo ich eine Banane haben möchte. Und nicht eine Staude und nicht die Figur, sondern eine einzige Banane. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Wenn wir natürlich den Level vorher schaffen. Hallo Orang-Utan. Cool. Auf normale Art, ohne Zwischentreffer, ohne was. Und das war das schnelle Feuer. Ja, super. Und ja, dann werden wir eben den Level ganz von vorne starten müssen. Nicht so, wie ich es jetzt gespeichert habe durch Emulator. Und so, wie wir die ganze Zeit den Level anfangen. Und dadurch können wir dann den Bonus-Level nochmal machen. Können schauen, ob das die Stelle ist, die ich gesucht habe. Und, oh Gott, der war knapp. Können dann hoffentlich auch den Level beenden. Aber der Weg gefällt mir, weil das spart mir zwei, drei Feuerfässer vielleicht. Oder vielleicht auch nur eins. Aber so leicht wie der ist, ist jedes Feuerfass, was ich spare, auf jeden Fall eine Wohltat. Der war knapp. Hier ist das Donkey-Fass. Und... Rad gereicht. Zu kurz. An die Wand geklatscht. Warum auch immer, das war jetzt so ein 2 Millimeter früher als sonst. Also 1-2 Millimeter sollte in so einem Spiel, das sage ich ja auch immer wieder, 1-2 Millimeter sollten eigentlich kein Grund sein. Hier auch. Das war jetzt so knapp vorne dran. Cool, jetzt schaffe ich nicht mal meinen Bonusfass. Ich lade jetzt mal direkt, ne, ich lade nicht direkt, sondern ich gehe Game Over. Ich will ja Game Over gehen. Und speichere dann so nämlich nochmal ab. Und ich gehe jetzt direkt Game Over, so schnell ich kann. Oh. Was? 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 Kann
Kann Rambi die Fässer umruppen ohne... Okay, das ist jetzt ein Testwert. Kann Rambi bei dem Orang-Utan einfach hochrennen, ohne Schaden zu bekommen? Also, na, ich wollte gerade sagen, natürlich ist erstmal die Stelle, wir müssen erstmal die anderen Sachen schaffen. So, Game Over. Das schöne Intro. Das haben wir uns noch gar nicht richtig angehört. Denn... So, denn als wir das in der ersten Folge anhören wollten, war der Ton noch verdammt leise. Und deswegen... Ach scheiße, ja, natürlich, ich hatte ja, ich war ja nicht nochmal bei Candy, ich hab's ja noch gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leben wir haben. Ob wir jetzt Leben gefarmt haben. Doch, das haben wir vor dem Endgegner. Hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Eins. Das war zu. Okay, und er macht trotzdem seine Anim. Wow. Okay, wir haben auch keine Leben gefarmt. Das wird ja immer besser. Dann war das eine scheiß Idee, den Spielstand so zu laden. Eins, zwei. Falsche Richtung. Eins. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wow, ist der schnell. Okay. Aber besiegt. So, ich speichere das jetzt direkt ab. Und wir müssen jetzt ja... Einfach, damit das Let's Play wieder den Zustand hat, wie es sein soll. Das Let's Play, wie es sein sollte. Volle Leben und zero Probleme. nein. Müssen wir jetzt ja die Leben nochmal farmen. Also nicht auf 16 vielleicht, weil wir haben jetzt eins verloren. Aber auf 15 dann in dem Fall. Und dann können wir weiterspielen. Es tut mir leid, aber da hatte ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich ja... ja, ich hatte ja noch gesagt, eigentlich, da müsste ich ja noch zu Candy, ja, okay. Vor allem habe ich jetzt ein paar Leben verpasst, die ich eigentlich normalerweise bekomme. So, Geier umgeruppt, Espresso. Eins, zwei, drei, bumm, zack, und Bonusweg, 40 Bananen. Von 32 auf 72. Und noch ein Leben. Das G und dieses Bonuslevel. Froschen. 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 Nehmen wir mal den. Ich habe keine Ahnung, von was ich mehr habe. Na, ich habe gar keine. Okay. Ich wollte mal noch was schauen. Donkey Kong hat... Also Donkey hat eine Animation zum Stehenbleiben. Das ist schön. Weil in anderen Teilen, in anderen Donkey Kong Teilen, Country, hat der zweite Charakter keine Animation des Stehenbleibens. Warum auch immer, also die Charaktere sind hier animiert. Also es gibt ja die Sequenz, die Animationssequenz. Weil wenn ich stehen bleib, dann bleibt ja... Also dann muss ja auch der Sprite... zum Stehenbleiben gezeigt werden. Deswegen verstehe ich es nicht, warum denn der... Also, ich weiß es von Donkey Kong Country 3... Reicht nicht, schade. Also bei Donkey Kong Country 3 kann der zweite... Bleibt der zweite Charakter nicht ruhig stehen. Ups. Gut, ich habe die Espresso-Statue. Dafür habe ich mein... Didi verloren, aber dafür gibt es jetzt wieder Rambi-Action.
Und wenn wir einen dritten Espresso, eine dritte Espresso-Statue kriegen, dann haben wir auch den entsprechenden Level wieder. Und dieses Mal versuche ich mal gleich nach links oben zu gehen. Ich meine, da war ja ein Weg. Das hatten wir ja gesehen gehabt. Okay, nach dem Frosch. Nach dem Frosch und nach dem Frosch. Und Bonuslevel. Dann können wir mal schauen, ob das ein flaches plus 200 ist oder eine Verdopplung. Genau so. Ne, das ist ein... Was ist denn das? Das war jetzt... Hä? Interessant. Es war nicht das, was ich erwartet hätte. Es war jetzt echt nicht das, was ich erwartet hätte. Ah! 196. Okay, doch, es ist eine Verdopplung, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das heißt, man will ihn so spät wie möglich einsammeln, aber man will ihn einsammeln. Den großen. Komm, heute schaffen wir 5. Hopp, und 5 Leben. Perfekt. Dann haben wir jetzt nämlich 17 Leben, das ist sogar eins mehr, als wir das letzte Mal hatten. Und da ich gerade, ich überziehe gerade ein bisschen, aber dann können wir den Level noch abschließen. Können dann in die nächste Welt reisen und dort dann einmal richtig speichern. Beziehungsweise wir können nochmal zu Candy in die Eiswelt gehen. Und in der Eiswelt nochmal speichern und dann... Dass wir den Endgegner nochmal besiegen. Wie funktioniert denn das jetzt? Kann ich? Doch, ich kann in die Krimskrams GmbH. Gut, dann gehe ich jetzt in den Gorilla-Gletscher und speichere bei Candy ab. Und dann werden wir... 39% speichern, ja. Und wie immer, zweimal rein, weil ich nicht weiß, welcher Knopf stimmt. Und dann werden wir mit Funky weiterreisen Richtung Richtung nächste Welt. Müssten da eigentlich reinkommen, weil wir ja alles schon besiegt haben. Geht das? Ja. Sind direkt im Level drin, speichern ab. Das ist jetzt noch schlimmer, weil jetzt kann ich noch nicht mal... Na, ich kann ja eh keinen anderen Level auswählen, ja. Aber wir sind jetzt im Level drin und ich habe abgespeichert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da, wegen der Bitratensache vom letzten Mal nochmal. In dem Espresso-Bonus-Level müsste man das eigentlich relativ deutlich gesehen haben, fällt mir gerade ein. Das hat man das letzte Mal auch, dieses Mal müsste jetzt auch zu sehen gewesen sein. Schreibt mir mal, ob es gepasst hat. Ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.